Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir befinden uns immer noch in der Selbstmordmission und sind wieder in zwei Gruppen unterteilt. Garrus führt die zweite Gruppe an und wir befinden uns in einem richtigen Seeker-Schwarm, der nur geschützt wird durch eine Barriere, die Samara für uns aufrecht erhält. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Ziehe mich zurück, Commander. Nicht zurückziehen. Nach vorne, weiter geht's. Und bisher klappt die Sache doch ganz gut eigentlich. Der zweiten Truppe geht's anscheinend noch ganz gut. Perfekt. Wie sie es anhört. Vorsicht, von rechts! Wo? Wie? Was? Ach nee, Husks. Es wird anscheinend ziemlich anstrengend. Und das wäre unsere Justikarin. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Ich will gar nicht wissen, wie es bei anderen ausgesehen hat. Wenn wir jetzt Miranda oder so genommen hätten. Wow. Sie legt jetzt ganz schön einen Zahn zu. Geht's noch? Durchhalten, wir haben es fast geschafft. Wir müssen schnell weiter, Shepard. Also gut, weiter. Sie setzen nach, weiter so. Eilung, Shepard. Das sieht doch aus wie eine Tür, kann man die nicht zumachen? Ah ne, da ist die Tür. Ich würde sagen, wir sind durch. Und diesen Abschnitt haben wir auch geschafft. Hören Sie mich, kommen Sie schon, Shepard, wo sind Sie? Ich höre, was ist Ihre Position? Sind an der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los! Tür versiegeln! Okay. Scheinbar alles in Ordnung. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Sehr gut. Die Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Sehr schön. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Okay, dann muss wahrscheinlich jemand die Tür halten, oder? Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Genau. Und es ist auch wieder so eine Sache. Wo es jetzt ein bisschen rechnerisch wurde, wer überlebt und wer nicht überlebt. Weil je schlagkräftiger die andere Gruppe ist, die zurückbleibt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie überleben. Dazu gibt's halt auch, dass Garrus zum Beispiel 4 Punkte drin hat, Grunt hat 4 Punkte, während Mordin zum Beispiel nur 1 Punkt hätte. Und so wird dann berechnet, wie das ist. Außerdem hängt auch noch von der Größe der Gruppe ab, ob nur einer dabei ist, der die Nachhut bildet, 2, 3, 4 oder 5, beziehungsweise 5 oder mehr. Ja, umso mehr Leute da sind, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man überlebt, egal wie hoch die Stärke ist. Aber wenn es weniger als 5 sind oder nur 5 sind oder weniger, wird die Sache schon etwas kritischer, wenn man auch mitnimmt und wenn man nicht mitnimmt. Ich hätte gesagt, wir nehmen Tully und Garrus mit und dann sind auch genau Leute noch da, die uns den Rücken frei halten. Ich denke, das müsste passen.
Ich bin bereit, Commander. Ich bin's auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Ja, die Galaxis zählt auf uns. Das hört sich doch richtig gut an. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Gleichfalls. Zwei Vorbildpunkte, ein Medigel. 100 Credits. Feinde im Anmarsch. Und da kommen Feinde. Ein paar Drohnen. So. Oh, da kommen schon die nächsten anscheinend. Ist aber nett von denen, dass wir uns diese Plattformen zur Verfügung stellen. Na? Jetzt. So muss es sein. Wo ist die nächste Plattform? Da ist er. Okay, schon wieder einer, der eine Kontrolle übernehmen will. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Eigentlich nicht. Deine Angriffe sind schon vorbei. So muss es sein. Oh, da ist ja noch einer. Okay, da kommt gleich die nächste Plattform. Moment, wo geht's denn? Übernehme direkte Kontrolle. Ja, geht's hin. Es gibt keinen Schmerz. Es gibt keine Flucht. Tja, würden die uns nicht angreifen, würden wir nicht weiterkommen. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Ganz schön blöd, was die machen. Soll uns aber recht sein. Wo ist er? Da drüben ist er. Intervention ist unmöglich. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ja, mach mal. Kümmer dich mal persönlich drum. Wo fliegst du hin? Wahrscheinlich direkt hierher. Okay, diesmal sind es ein paar Ableger. Wow. Wow, was? Wie? Hat der mich gerade eben erwischt? Einer ist gefallen und der andere kommt auch gleich. Sehr schön. Oh, und diese Plattform können wir anscheinend selber übernehmen. Aber wir können nicht speichern. Okay, dann heißt es wohl, wir aktivieren mal diese Plattform und fliegen damit davon dannen. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Super.
Infrastruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Ach du Schande. Exakt. Die benutzen also das genetische Material von Menschen, um einen Reaper zu bauen. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Ach du Schande. Und da pumpen sie das ganze Ding rein und bauen den anscheinend da mit. Was mich etwas verwundert ist, das ist ein menschliches Skelett im Großen und Ganzen. Die anderen Reapers sind ja eher tintenförmiger. Heißt es, die bestehen alle aus einer Rasse? Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Nehme ich mal an. Es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Oh ja, das ist eine gute Frage, die ich auch gerade schon gestellt habe. Warum menschliches Aussehen? Warum nicht dieses tintenförmige Aussehen, das sie immer gemacht haben? Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Okay, aber das würde ja bedeuten, dass sie bisher nur aus diesen Tinten-Chutulo-mäßigen Wesen gewesen sind. Weil ich habe noch kein anderes gesehen, keinen anderen Reaper gesehen, der anders aussieht. Seltsam. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Wahrscheinlich. Was glauben Sie, wie viele Menschen sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht? Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Okay. Eine Frage oder ein Ding wollte ich gerade sagen, aber ich habe es dummerweise wieder vergessen. Ja, schon krass. Naja, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Wahrscheinlich haben die Reaper, immer wenn sie gekommen sind, eine Spezies ausgesucht und daraus einen Reaper entstehen lassen, gebaut oder wie auch immer. Und die anderen haben sie halt ausgelöscht, bis auf die jungen Völker, die sich dann irgendwann weiterentwickelt haben. Und dann hat dasselbe wieder angefangen. Eine Spezies wurde ausgesucht, daraus wurde ein Reaper gemacht und ja, die restliche ausgelöscht, bis auf die jungen Spezies. Also das ist meine Dings... Wie, was die genau machen. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Okay. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch! Wo? Wie? Was? Ich werde mich persönlich darum kümmern. Da drüben. Wirklich? Dafür verliert ihr aber ziemlich viel Leute. Dafür, dass eure Macht unvergleichlich ist. Der ist weg.
bereit. Intervention ist notwendig. So, war's das? Auf die Schläuche schießen! Wo kommt's? Von da drüben, okay. Ein Schlauch ist schon kaputt. Das wird ein harter Bock. Du bist ein bisschen aus nicht richtig in der Deckung drin, das heißt, du bist als nächstes dran. Wow, 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 wow. Ich glaube, ich mach mal lieber unser Schild rein. Betäubungsschuss bereit. Gehen die Dinger auf. Auf die Injektionsschläuche schießen. So, der nächste. Wo sind sie dann? Ach, da drüben. Da drüben sind sie. Na, wenn du meinst. Und unten bleiben. Die Intervention ist notwendig. Wir übernehmen die Kontrolle. Oh, ist unsere Waffendings gerade ausgegangen? Mist. Na, dann nehmen wir lieber mal den Dings. So. Da drüben ist noch einer. War's das? Ja. So, das waren doch alle Injektionsschleusen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das Ding, wird erstmal nicht weitergebaut. Shepard an Bodenteam, Statusbericht! Nein, hier, halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Was will er denn? Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Nicht allein. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten. Aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Also, der will den Reaper behalten und benutzen. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Ich weiß nicht, Shepard. Was hier geschehen ist, war schrecklich. Aber wir müssen die Reaper aufhalten. Wenn wir die Basis zerstören, sind all diese Menschen umsonst gestorben. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden.
Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Basis zerstören oder nicht zerstören. Im ersten Spiel, wo ich es mal durchgespielt habe, habe ich sie zerstört. Eigentlich wollte ich sie jetzt nicht zerstören und schauen, was passiert. Aber ganz ehrlich gesagt, ich traue dir nicht. Es ist so, wie Shepard gesagt hat, dann baut er schließlich seinen eigenen Reaper noch. Und wer weiß, was alles passiert. Weil, wie weit das Ding schon gebaut ist, wegen Indoktrination und so weiter. Das heißt, es könnte ein trojanisches Pferd sein, wenn wir das behalten. Und das wäre, glaube ich, nicht wirklich gut. Von daher hätte ich gesagt, wir attentieren dazu. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!